Der Fünfhaus-Weihnachtsmann und seine Helfer haben wieder fleißig Spenden für die Kinder im St. Anna Kinderspital gesammelt. Und wir dürften bei der Aktion dabei sein. In Rudolfsheim Fünfhaus nahm sich Daniel einer Herzensangelegenheit an. Seit 2019 macht er den kranken Kindern zu Weihnachten eine Freude. Über seinen Instagram-Account Share Love Get Love sammelt Daniel das ganze Jahr über Spenden. Begonnen hat es damit, dass ich 2019 eine gewisse Summe gewonnen habe und ja, so hat sich das ergeben. Dann habe ich das erste Jahr, wie gesagt, für mich nur gemacht und im nächsten Jahr dann meine Freunde mit involviert und wie es halt ist, der hat dann auch seinem Bruder Bescheid gegeben oder seinem Cousin und so hat es, Mundpropaganda, so hat es sich halt ausgeartet. Aufgrund persönlicher Schicksalsschläge hat Daniel diese Aktion ins Leben gerufen. Und zwar ist halt vor Jahren mein Papa verstorben. Er hatte halt auch Krebs und ein Jahr darauf ist dann ein guter Freund von damals auch, der war hier im St. Anna Kinderspital stationiert, verstorben und ich wollte seit 2008 eigentlich schon immer so etwas machen. Ich wollte immer eine Hilfsorganisation haben und wie gesagt, für mich sind die schwerkranken Kinder jeglicher Art, aber die Krebskranken sind da für mich an erster Stelle. Auch im nächsten Jahr sind bereits einige Projekte geplant. Wir sind ja halt keine offizielle Hilfsorganisation und das will ich aber nächstes Jahr ändern. Und wir haben es bis diesen Jahres nur zu Weihnachten gemacht. Aber ab nächsten Jahr wollen wir das auch zu gewissen Geburtstagen, wenn dann die Dame, mit der ich in Kontakt bin, von St. Anna Kinderspital mich kontaktiert und das versuchen wir dann zu organisieren. Die stellvertretende Pflegedirektorin des St. Anna Kinderspitals, Ingrid Gruber, freut sich, dass den Familien trotz der Umstände ein paar schöne Stunden geboten werden können. Wenn es möglich ist, können wir für jede Familie eine kurze Zeit am Christbaum alleine einrichten, denn jede Station hat einen geschmückten Christbaum, der vorher in den Tagen von den Pädagoginnen schon geschmückt wird, oft mit Kindern sogar, mit den Patientinnen und Patienten. Und dann können die Familien eine gewisse Zeit alleine beim Christbaum als Familie verbringen. Für die Kinder bedeutet das natürlich sehr viel Freude und Dankbarkeit, auch von den Familien, dass das von draußen an uns gedacht wird, an die Kinder gedacht wird, die Weihnachten im Spital verbringen müssen. Und wir freuen uns mit Ihnen, dass wir großartige Geschenke vergeben können. Das St. Anna Kinderspital freut sich über alle Sach- und Geldspenden, wobei insbesondere eine Art der Unterstützung die gesamte Angelegenheit erleichtert. Es ist natürlich leichter, mit Gutscheinen zu arbeiten, dass wir ganz individuell auf die Wünsche der Kinder eingehen können, die altersentsprechend von 0 bis 18 sehr variabel sind und wir den Kindern wirklich Herzenswünsche erfüllen können und nicht nur, wir glauben, achtjähriges Kind, Bub, spielt gern mit Autos, das ist ja heutzutage nicht mehr so und da können wir ganz individuell mit den Gutscheinen auf die Kinderwünsche eingehen. Alle Informationen dafür finden Sie auf der Webseite und wir freuen uns über das ganze Jahr verteilt über Sach- und Geldspenden.